Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Folge 241 von NHL. Wir spielen heute gegen das Team of the Week, gegen die erste Auswahl, mehr oder weniger, gegen die Top-Line der Colorado Avalanche. Landeskog, McKinnon, Rantanen, zwei davon haben wir selber, aber nur einer ist in der Mannschaft mit Rantanen. Nylander, Cirelli, Pastrnak, den haben wir auch in der Mannschaft, Hornqvist, Carter, Huberdeau, Robertson, Grigorenko, Dawson, Mercer. Verteidigung geht dann los mit Ellis und McAvoy. Orlov, Graves, Cormier, Nicolas Meloch und Torhüter haben wir Jussi Saros und Jack Campbell. Mal schauen, wie die sich so schlagen lassen, ob sie sich überhaupt schlagen lassen. Wie gesagt, letzte Woche haben wir verloren, das wollen wir diese Woche nicht wiederholen, aber eine einfache Aufgabe ist es nicht. Dennoch haben wir zwei neue Spieler im Team, Austin Matthews mit 98 und, also im Angriff, und in der Verteidigung mit 98 haben wir Kondre Miller. Und das Ganze neben Leon Dreiseitel, der nämlich auch 98 hat. Das sind unsere stärksten Karten, die drei. Mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Let's go. Wir spielen immer, ich weiß nicht, ob es die, ist es noch die Pepsi? Eine Ball Arena ist es noch. Ist es jetzt. Noch aus Deutsch, nicht Englisch hier. Ja, davor war es Pepsi Center, ne? Hier in Denver. Colorado, McKinnon mit der 29 gegen Gretzky und Koker gegen Makar. Ich sehe gerade, oder ich spüre gerade, dass ich den falschen Controller habe. Stark gespielt, Gretzky. Pastrnak außen rum. Makar auf Kondre Miller. Kondre Miller, und das ist eine gute Chance, mal kurz zu sagen, wir wechseln den Controller. Ja, genau. So. Oh, Gretzky verliert das Face-Off. Schade. Gretzky. Oh, ich dachte, Pastrnak geht. Zieht aber da mal wieder zurück. Das hat er in letzter Zeit öfters. Warum, weiß ich nicht. Aber mir ist es zumindest selber schon öfters aufgefallen, dass er gerne einfach mal zurückzieht. Leon Dreiseitel. Kommt er nicht durch Rantanen. Aus dem Landeskog. Oh, Gabriel Landeskog. Und Ellis. Scheibe ist weg. Oh. Pastrnak. Rantanen, schön gemacht. Nimmt die Scheibe mit, Rantanen. Rantanen, ah. Man merkt bei unseren Jungs ein bisschen, sie sind, spielen ein bisschen mit mehr, wie soll ich sagen, mit mehr Angst in den Knochen nach der Niederlage letzte Woche. Sie haben Angst, dass sie das Falsche machen. Subin, Kondre Miller, zwei schwarze Verteidiger hinten. Fehlt eigentlich nur noch Wayne Simmons im Sturm. Der Mann, da gut, haben wir schon eigentlich mehr schwarze Spieler. Nein, da ist nur die zwei. Nee, aber wie gesagt, Diversity, ganz, ganz wichtig. Deswegen freut es mich super, dass wir neben PK Subin noch jemanden haben, der das Ganze ein bisschen größer macht in unseren Reihen. Vor allem, sie sind mit zwei der stärksten Spieler, die wir haben, ne? Subin und Kondre Miller. Crosby. Subin legt zurück auf Ekman Larsson. Boah, ist das eine Granate. Junge. Jussi Saros darf sie aus dem eigenen Tor rausholen, aber was ist das für eine Granate, Junge? Subin legt auf, Larsson mit dem Schuss, und der bleibt zwischen Schläger und Handschuh. Ja. Zwischen Blocker und Schläger rutscht ihm die durch. Wunderschöne Bude. Larsson, das ist Crosby. Liegt da für Ekman Larsson. Hornqvist. Carter, Brodeur. Ekman Larsson und Panarin. Stark gemacht von Panarin. Panarin. Kane kommt nicht mehr hin.
Austin Matthews beim ersten Center. Beim ersten Bully. Der Center der Toronto Maple Leafs. Beim ersten Bully. So rum. Da hätte es gestimmt, der Satz, ne? Lafleur Matthews. Mit der ersten großen Torchance. Scheibe geht rüber auf Victor Hedman, abgefälscht von Lafleur noch vor dem Tor. Weiß nicht, ob das nicht sogar schlecht war, dass der abgefälscht war vom Canadian oder vom ehemaligen Canadian-Spieler. Lafleur rutscht wieder durch auf der Seite. Lafleur, oh, Gabe Günzel. Stand am zweiten Pfosten. Jake Günzel. Warum muss man eigentlich die Kinder Gabe? Gut, Gabriel. Ja, gut, Gabe, Jake. Ein Günzel halt, ne? Makar rüber auf Kondre Miller. Erster guter Schuss. Das ist eigentlich schon ein zweiter guter Schuss, oder? Hatten schon zwei Schüsse, Kondre Miller. Makar kriegt die Scheibe nicht weg. Kondre ist auf der anderen Seite. Mit Rantanen. Der eigene Teamkollege von Makar. Alter Verwalter, Makar. Ja, kommt nicht hin. Rantanen legt die Scheibe quer und Landeskog hält die Kelle hin. Somit steht es 1-1. Bitter. Schöner Move. Makar kommt nicht hinterher. Miller steht falsch. Das sieht auch nicht unbedingt gut aus. Und somit ist das Spiel wieder ausgeglichen. Miller. Ich habe schon überlegt, ob das nicht vielleicht zu offensiv ist, ob ich die nicht vielleicht tauschen muss. Makar. Dreiseitel. Ah, Graves. Komm schneller hin. Gretzky legt ihn. Alter, jetzt können sie da aufwachen. Halleluja. Gretzky legt ihn da die Scheibe praktisch hin zum Einlochen. Panarin! 2-1. Der kam jetzt unerwartet. Panarin setzt sich durch, Verteidiger kann nicht mitgehen, weil ihm das Tempo fehlt, assisted von unserem Neuling, Kondre Miller und Martin Brodeur. Und Juuse Saros rutscht er wieder durch. Wenn er einmal durchrutscht, ist okay, aber das ist nicht das erste Mal, dass ihm die Scheibe hier irgendwo durchrutscht. Versucht sie zu fangen, oh mein Gott, wieder ist es die rechte Hand, wo die Scheibe durchrutscht, beziehungsweise der rechte Arm. In diesem Fall. Das letzte Mal war es ja, sagen wir, zwischen Hand und Schläger am Übergang. Beim Blocker. Und jetzt da, sag ich mal, zwischen Oberarm, Blocker und Oberkörper. Sidney Crosby versucht es gegen Charles McAvoy. Lassen! 2-2. Und da muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob der Check regelkonform war. Weil Hornqvist checkt uns in unseren Torhüter rein. Und Carter kann dann problemfrei schießen. Ja, ist ja schön und gut, aber der Check von Hornqvist. Hier, auch Hornqvist berührt unseren Torhüter. Das ist eigentlich Torhüterbehinderung. Weil es sind nicht wir, die freiwillig in unseren Torhüter reinfahren, sondern es ist Hornqvist, der ihn in Brodeur reincheckt. Und normal dürfte dieses Ding nicht zählen. Aber es zählt. Also manchmal muss ich die Regelauslegung in diesem Spiel nicht verstehen. Cirelli, Brodeur hat ihn diesmal. Die Zeit leider zu schnell rum, mit Schmaner kam da nicht mehr vorbei. 2-2 nach 20 Minuten. Ich bin nicht so begeistert. Wobei jetzt Brodeur beim zweiten Tor nichts dafür konnte. Beim ersten ist es auch schwer zu halten für ihn. Wir waren trotzdem wieder 6 Schüsse und nur 66% gehalten. Er wird gefühlt immer schlechter. Zumindest mit der alten Theorie. Die Spieler werden stärker, die Torhüter werden schlechter. Man braucht einen Torhüter, der auf dem Level ist, wo auch die gegnerischen Spieler sind. Müssen wir in dem Fall Corey Crawford oder Wasilewski dann halt. Timorie natürlich. Wobei eigentlich jede 98er Karte von Wasilewski müsste eigentlich gleich sein, wenn man kriegt. Oder? Gretzky. Und Dreiseitel hinten raus.
McAvoy dreht sich das sofort um, hat es erkannt, was Dreisaitl vorhat. Stark gemacht. Gretzky, oh, setzt ihn im Tor vorbei. Kandre Miller. Schuss kommt von Makar. Saros packt den Handschuh aus. Ich glaube, wenn wir von da draußen treffen wollen, müssen wir eher auf die Schlägerseite zielen, anstatt auf den Handschuh. Weil Schläger haben ihn jetzt schon zweimal erwischt. Und zwar relativ kalt. Oh, schaut nicht gut aus. Wie er da abserviert wird. Von Pasternak. Nylander, Orlov ist geblockt. Und Mana geht sofort hinterher. Mana, gut gemacht. Von Mitch Mana. Graves kommt hin. Konterchance zunichte gemacht. Nylander. Mana. Kommt der Check auch schon, nachdem Mana die Scheibe schon längst weggespielt hat. Rantanen, jawohl. 3-2. Eieieiei. Wieder die Führung. Die dritte Führung in diesem Spiel. Mikko Rantanen holt sich das Tor. Huberdeau liegt quer. Oh, da stand Zubin zum Glück. Da stand Zubin, der die Scheibe verlangsamt hat, nenne ich es jetzt mal. Weiß nicht, ob es wirklich verlangsamt war. Er stand zumindest so, dass es gefühlt ein Block war. Crosby mit einem schlechten Abspiel. Dreht sich da irgendwie ganz dumm in den Gegner hinein. Ach, schade. Ja, aber nicht damit gerechnet, dass da Crosby von hinten hinkommt. Patrick Hornqvist. Doughty und Crosby. Diesmal kriegt die Scheibe raus zum Glück. Panarin. Und wieder ist Panarin vorbei. Panarin. Wieder auf die Schlägerseite. Panarin, ja! Patrick Kane. 4-2. Zwei Tore Führung jetzt. Vielleicht mal ein bisschen Entlastung für unsere Jungs. Vielleicht ein bisschen Entlastung, aber nur vielleicht. Jetzt werden es in 2 Minuten. Und dann haben wir Pauli. Gerade der Angriff ist ein bisschen genutzt, ist dann nicht mehr im grünen Zustand. Kandre Miller, ist alles okay. Der Pass ist trotzdem nicht okay. Boah, stark gemacht. Schön durchgesetzt von Gretzky. Miller. Aufs kurze Eck diesmal. Da war gar nicht schlecht, der Schuss. Lass mal kennen. Ich bitte, wenn du Powerplay hast, dann läuft der Scheibe nur hinterher. Gretzky. Außenrum vorbei. Wayne. Gretzky Makar. Jetzt können wir mal reden, wie wir wechseln hier. Hat nicht so gut ausgeschaut. Schauen wir, wie es mit Ekman Larsson und Zuben läuft. Boah, Ekman Larsson mit dem ersten gefährlichen Schuss gleich wieder. Bisschen gezielter und es steht hier 5-2. Oh, ist abgefälscht. Und Lemieux legt sich den dann fast selber nochmal zurecht. Oh, Pastana kommt da schön durch, Brodeur. Ekman Larsson, das ist Mitchell Mana. Außen vorbei an Graves. An Graves vorbei, Lemieux, Rantanen. Zubin. Ekman Larsson. Wieder pariert von Jussi Saros. Lemieux kickt die Scheibe raus. Zubin, schön gedreht. Gut gemacht, generell stark. Wieder Zubin, der sofort hinterher arbeitet. Kriegt jetzt auch den Check. Nylander mit dem Konter. Nylander mit dem Konter. Und super gerettet. Super gerettet. Oh, schade. Lafleur, das ist eine Icing-Warnung. Super gerettet von Ekman Larsson.
Bombenaktion, Respekt. Matthews, 98 Bullies, das ist halt ein Ausrufezeichen. Oh, Mikko Rantanen. Oh, setzt er den an die Latte, glaube ich. Halleluja, war schön reingegangen. Saros rausgezogen ein bisschen. Aber dass er den an die Latte zieht, hatte ich halt nicht erwartet. Robertson. Da kommen wir nicht hin. Meloche. Lafleur. Guy Lafleur. Günzel. Auf geht's. Konter jetzt. Jake Günzel. Jake Günzel legt ab für Matthews. Und der macht den rein. Alter Verwalter. Junge, was für ein Schuss. Wow. Auf dem Knie, aber wie? Aber wie? Also wir haben viele Schützen, die so schießen können, aber Alter. Der ist halt nicht mal hoch. Der schaut so krass aus, dabei ist der halb hoch. Wenn Saros da hinten den Handschuh einfach mal gerade raushält, dann hat er ihn wahrscheinlich im Handschuh drin. Also der war eigentlich nicht gut geschossen an sich, aber halt mit einer Geschwindigkeit, dass Saros sich auch denkt, jo, ich habe da gerade eigentlich nur so einen Blitz gesehen. Kandre Miller, Saros. Ich habe gerade nichts gemacht, Alter. Ganz ruhig. Miller. Sein Assist hat er schon. So ein Punkt. Mal schauen, ob es noch zwei werden. Miller ist hinten mit dabei, wurde auch. Der Neuling macht sich nicht schlecht. 25 zu 9 Schüsse. Nur 3 Schüsse zugelassen im zweiten Drittel. Selber 15 gehabt. Ausrufezeichen gesetzt, mal kurz. 10, 6, 15, 3. Dann müssten wir jetzt eigentlich auf 20-0 runtergehen. Pasternak, 3 Seitel, Saros sitzt drauf. Brutale Parade. Brutale Parade vom Finnen. Halleluja. Kletzki kommt nicht hin. Pasternak aber auch nicht. Also alles gut. Schön gespielt. Landeskog, Brodeur mit dem Safe sofort freigeben. Schön gemacht. Miller raus auf 3 Seitel. 3 Seitel mit dem Konter. Vorbei an Ellis. Dann kommt da gar kein hinterher. 3 Seitel. Pasternak. Kelmar K. Saros kommt hin. McKinnon dreht sich in die richtige Richtung weg. Rantanen kann kontern. Makar. Miller wird dingfest gemacht von Rantanen. Gretzky. Pasternak. Rutscht der an Ellis vorbei diesmal? Nein. Legt aber ab für Makar. Makar legt wiederum ab für Lemieux. Lemieux sieht Miller. Miller mit dem Schuss. Da müsste, hätte er den Schläger reinhalten müssen. Boah, Lemieux räumt da hinten richtig auf. 2 brutal starke Checks. Suben, Miller. 3 Seitel. Miller spielt es immens schlau. Auch von der Körperpositionierung her, wie er steht. Oh, in letzter Sekunde hier die Scheibe verloren. Irgendwann nach so. Einer unserer besten Verteidiger. Praktisch Topscorer mit. Eigentlich, wenn man es so sieht. Lemieux. Oh, war nicht schlecht. Hätte da hinkommen können. Miller. Oh, abgelegt. Girelli. Pasternak. Suben blockt. Oh, da kommt keiner hin. Pasternak. Brodeur. Lemieux. Versucht es außenrum vorbei, schafft es außenrum vorbei. Mana, oh, Lemieux. Gut gedacht von Mana, ihn einfach aufs kurze Eck abzulegen, wenn er weiß, hey, Lemieux läuft sowieso hinter mir. Wenn er Glück hat, kommt er hin und kann die Scheibe einfach reinschieben. Ja, gut gedacht. Ausführung mittelmäßig. Mana. Kane bleibt am Schlittschuh des Gegners hängen. Bleibt beim 5-2 aktuell. Wir bräuchten hier noch zwei Tore für die volle Punktzahl. Crosby, Panhari. Artemi Panarin. Kann er das übernehmen? Diese Challenge? Panarin? Nein. Hetman. Jeff Carter.
Oh, und wieder kommt dann genau in dem Moment der Pokecheck, wenn ich am Torhüter vorbei will. Stark gemacht, Hedman, Lafleur, Günzel. Sieht Crosby, nimmt seinen Teamkollegen mit, Sidney, Crosby, Günzel, oh, scheitert an Saros. Mercer, Carter, Graves, rüber auf Dimitri Orlov, Robertson, Jason Robertson. Und irgendwie landet die Scheibe wieder bei Mercer. Carter, Carter, da ist jetzt alles frei, Carter, Brodeur. Und Drew Doughty. Doughty hat lange mit Carter zusammengespielt bei den Los Angeles Kings. Günzel, da ist Crosby drüben noch mit dabei und Crosby bleibt aber an Graves Kufe hängen. Graves spielt die Scheibe hinten aus. Noch 4 Minuten. Jetzt muss natürlich die andere Seite auch aufpassen. Sie führen zwar mit 3 Toren, aber der Gegner wird stärker. Und wenn er jetzt stärker wird, dann ist er auch fähig, noch spät einzubomben. Lafleur, wo ist Günzel? Lafleur kommt dem Pass nicht rüber. Das gibt's doch gar nicht. Oh, 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 das ist eine Falle. Miller, 1 auf 2 Situation. Miller blockt ihn. Stark. Zusammengearbeitet mit Brodeur. Gretzky, komm hier, fängt die Scheibe ab. Ah, oh, Robertson rutscht durch. Makar, Miller ist wieder mit dabei. Miller und irgendwie ist die Scheibe drin. Robertson schießt aber nicht. Robertson schießt aber nicht. Wie landet denn die Scheibe im Tor, bitte? Doch, er schießt. Ich dachte, ich habe ihn reingeblockt oder so. Oh, ist aber schlecht reagiert von Brodeur. Geht er gerade raus und komplett an der Scheibe vorbei. Die Scheibe ist rechts neben ihm, da geht er immer noch gerade vorne. Also wir haben wirklich ein Torhüterproblem langsam. Brodeur kassiert zu viele Dinger, die er eigentlich haben muss. Weil wenn er so gerade rausgeht, muss er die Scheibe haben. Aber das, ansonsten macht die Reaktion ja gar keinen Sinn, dass er da gerade rausgeht. Er geht auf die Scheibe gerade raus, praktisch, wo die Scheibe gar nicht ist. Komm hier, Rampa mit. Oh. Torhüter sind raus aus dem Spiel. Pastanak, Gretzky, Pastanak. Danke. Was ist denn jetzt? Kann Miller so groß? Alter vor Alter. 6-3. Larsen gegen seine Nationalmannschaft gelegen, gegen Gabriel Landeskog. Das ist auch was ich nicht verstehe. Du blockst die Scheibe richtig, sodass sie praktisch nicht raus kann aus dieser Ecke, wo sie stehen. Oder wo deine Gegner stehen, Lemieux und wieder Saros. Mach das Bein lang, mach den Spagat, vorhin. Mein Gott, und wieder. Wie oft wir an Kufen und Dinge jetzt hängen bleiben, das gibt's ja gar nicht. Passt dann. Schön gemacht von Subban. Subban zieht an. PK Subban. Da ist Mana noch mit dabei. Mitchell, Mana. Leute. Ich bin eindeutig vor Nathan MacKinnon. So, jetzt haben wir hier den ersten Schläger von Rantanen, der durch die Beine geht von Mana. Da passiert nichts. Haben hier den zweiten Schläger von MacKinnon, der durch die Beine geht. Der geht uns durch die Beine, trifft aber die Scheibe. Aber die Scheibe ist weg. Aber unsere Beine, die er trifft, das ist Luft. Einmal und jetzt geht das wahrscheinlich gleich nochmal durch. Und nochmal. Und nochmal. Dreimal. Gehen wir noch viermal in die andere Richtung. Jawohl, und das hier war das vierte Mal. Viermal geht der Schläger durch die Beine und es passiert nichts. Aber er hat am Ende die Scheibe. Das kann nicht sein. Wenn ich eine Collision Physics habe, dann muss die einberechnen, wenn ich sehe, hey, der Schläger geht durch die Beine, Spieler muss fallen. Und ich... Ah, der Schläger geht durch, die Scheibe trifft da vorne, aber die Beine, die eigentlich im Weg sind, um die Scheibe zu treffen, die sind egal. Lass die mal außen raus. Das kann es nicht sein. Aber dieses Problem hat NHL das ganze Jahr über schon. Und dann kriegst du 2 Minuten gepfiffen teilweise, wo du den Fuß nicht mal berührst. Also wir haben in der Facebook-Gruppe haben wir Videos, wo man es wirklich sehen kann, dass die Beine nicht mal berührt werden und es 2 Minuten gibt. Und das verstehe ich einfach nicht. Aber gut, wir gewinnen mit 6-3. Es ist schon mal besser als letzte Woche, wo wir 6-7 verloren haben. Obwohl wir eigentlich 3 Tore... Waren wir 3 Tore vorne? Ich glaube, 3 Tore waren wir vorne. 4.400 Punkte nehmen wir gerne mit diesmal. ...825 Münzen, ein Spiel gewonnen, passt perfekt. Abschließen. Danke. So.
wundervoll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt John V. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei NHL 21 Hockey Ultimate Team. Bleibt gesund. Wir sehen uns.